Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurem Video. Was siehst du nicht kommen, ist mal wieder dran. Seit langem hat sich das Thema gezeigt und ich habe die Karten schon ausgewählt. Dieses Mal nicht ganz so viele wie sonst, aber immerhin. Und ich habe sie schon gemischt und ich kann nur sagen, es wird magisch, meine Lieben, magisch. Denn wir haben hier die Sterne. Es kommt in irgendeine Angelegenheit Klarheit hinein. Also irgendetwas wird dir klar, spätestens bis zum Winter oder den ganzen Winter über, weil auch die Lilien stehen für den Winter. Vielleicht wird dir sogar in einer Familienangelegenheit irgendetwas klar. Oder du merkst, naja, so die Beziehung ist nicht so zu deinen Freunden oder du hast das Gefühl, dich irgendwie auseinandergelebt zu haben mit anderen Menschen, mit dem Job. Irgendetwas passt dir nicht mehr und du planst etwas anderes, etwas, was auf sicherem Boden ist. Also du möchtest etwas auf die Welt bringen sozusagen, was für dich Bedeutung hat, weil wir haben auf sicherem Boden einen Schritt nach dem anderen und die Planung. Das heißt, irgendetwas planst du, was in die Erfüllung gehen soll. Weil wir haben hier auch noch den Magier, dann haben wir die Wunder und wir haben die Sonne. Also Tag und Nacht arbeitest du quasi an deinem Plan, an deiner Idee, an deinen Projekten, an deiner Spiritualität, an deiner Selbsterkenntnis, wer bist du, was steckt alles in dir drin? Das kann auch mit dir selber sein, ja? Das muss nicht eine Planung im Außen sein. Aber da wir auf dem sicheren Boden sind, habe ich eher das Gefühl, das hat schon etwas Irdisches, was du hier jetzt umsetzt für die Menschen, vielleicht eine Idee und das kreierst du. Also das kann ich schon mal sagen. Ob sich das dann auch zeigt innerhalb dieser Legung, ja, das werden wir jetzt dann gleich sehen. Dann schauen wir mal, was kommt denn auf euch zu? Ah ja, die Fische, ne? Ja, du möchtest etwas erfolgreich, finanziell, materiell und deine Gefühle ausleben. Also hier kommt etwas Besonderes ans Tageslicht. So, jetzt schauen wir mal. Was siehst du nicht kommen? Eine Botschaft bekomme ich herein. Ah ja. Das ist cool, weil das geht mit dem ein Geheimnis. Kommt an die Oberfläche. Moment, Moment. So. Ich weiß nicht, wie ich es genannt habe. Ich muss mal selber gucken bei meinen Zettelchen. Ein Geheimnis, etwas Verborgenes kommt ans Tageslicht. Okay, weil diese Karte hat sich dort auch gezeigt. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob sie als erstes auch gefallen ist oder nicht. Aber hier sehen wir schon mal, hier öffnest du ein neues Kapitel. Hier planst du etwas Schritt für Schritt. Möchtest du etwas Neues, also irgendetwas, das Alte möchtest du nicht mehr. Alt ist verbraucht, alt ist, das fühlt sich nicht mehr gut an. Gut möglich, dass das am 26.10. jetzt passiert, auch das kann sein. Hoppla. Kann sein, dass du am 26.10. draufkommst. Ja, das kommt plötzlich. Das ist etwas, was plötzlich kommt, weil du an dem gearbeitet hast. Wie gesagt, Tag und Nacht an dir gearbeitet, an einem Projekt gearbeitet, an einer Idee gearbeitet. Und das kommt plötzlich, ja. Deshalb sehen wir ja, ne? Was siehst du nicht kommen? Weil das kommt total plötzlich. Wow, der Blumenstrauß. Also vom Herbst bis zum Frühling wird sich dieses Kapitel bei dir fortziehen. Also hier ist etwas, wo sich einen längeren Zeitrahmen, weil der Blumenstrauß steht eigentlich für eine kurze Zeit, ne? Also etwas, was kurz andauert, ja? Also nichts Langes ist der Blumenstrauß. Der Blumenstrauß ist sonst immer auch Oberflächlichkeit, weil er eben nur für kurze Dauer steht. Das heißt, wenn du die Blumen einsprichst, ist es innerhalb von kurzer Zeit ist es wieder weg. Das sage ich euch schon, seit ich meinen YouTube-Kanal habe, den Blumenstrauß.
Ich bin immer so, und alle, die mich jetzt auch schon kennen mittlerweile, mit denen ich arbeite, ist es wirklich so, dass ich euch das immer auch so bildlich versuche, die Themen, die ihr habt, zu beschreiben, damit man es sich leichter bildlich vorstellen kann. Und auch da auch, also zwischen Herbst und Frühling, also zwischen jetzt, ne, ich habe noch gesagt, der 26.10., ne, ist mein Geburtstag. Ja, ich habe am 26.10. Geburtstag. So, also es könnte der 26.10. sein, es, ne, ist zwar umgedreht, aber wenn wir das so bedeuten, irgendetwas beendest du, irgendetwas, was mehr keine Bedeutung hat, ne? Also ein Blumenstrauß hat für dich mehr keine Bedeutung, weil es nicht langfristig ist, ne? Vielleicht hast du immer kurzfristig geplant oder, ach ja, morgen machst du es, übermorgen. Also du hast da nicht deine Ziele so gesteckt, dass du sagst, okay, das ist etwas, was ich gerne mache für mein ganzes Leben, ne? Und das wird sich beenden. Also das wird, da wirst du etwas tun und diese kurze Zeit quasi, die du bis vorhin gehabt hast, wird sich auf längere Frist. Also wenn du jetzt einen Job gesucht hast, wirst du einen Job finden bis zu deiner Pension zum Beispiel. Ja, wenn du schon in Pension bist, wirst du zwischen Herbst und Frühling ein Kapitel öffnen, was dir sicheren Boden gibt. Ja, halt Stabilität. Und das kann wieder mit dir auf dich bezogen sein. Aber hier öffnest du etwas zu deinem Gunsten, weil wir haben hier die Störche. Also hier veränderst du etwas in die positive Richtung. Ja? Also denkst nicht mehr von heute auf morgen, ja? Sondern du denkst langfristig. Ui, was kommen da für ihre Karten? Ja, siehst du? Du denkst langfristig, weil du bist schlauer geworden. Du lässt dir nichts mehr unter die Nase reiben, was du nicht mehr möchtest. Ja? Also von dem verabschiedest du dich. Ja? Also man kann dir quasi das beste Angebot vorlegen, ja, wir suchen jetzt für eine kurze Zeit jemanden und du sagst, nee, keinen Bock, ja, weil du möchtest etwas Langfristiges. Du cuttest jetzt alles, was kurzzeitig, kurzfristig war, oder ein befristeter Vertrag wird endlich unbefristet. Auch das kann sein. Also man möchte etwas, was länger Bestand hält, ja. Oder du möchtest gerne ein Küchengerät haben. Früher hast du immer etwas Billiges gekauft, ja, weil du nur gesagt hast, okay, wenn das nur 5 Jahre, ne, ist ja schon lang, aber wenn es nur ein Jahr hält, dann ist es schon gut, ja. Und jetzt denkst du langfristig. Jetzt schaust du, okay, welches Produkt könnte dich länger begleiten? Ja, es ist wurscht, was es ist. Von einer Kaffeemaschine bis, ich weiß es nicht, ja. Abgesehen von dem muss ich euch etwas erzählen. Damals, wie ich in meine Wohnung zum ersten Mal gezogen bin mit 18 Jahren, das war voll schräg, da habe ich einen Mixer gekauft und für einen Schilling habe ich einen Mixer gekauft. Das ist krass, ne? Und der hat gehalten, ich glaube, 9 Jahre habe ich den Mixer gehabt. Der hat super gemixt, war keine Marke oder sonst irgendetwas. Also nicht immer unbedingt billig ist gut, schlecht. Ne? Aber ich meine hier, dass du langfristige Pläne hegst für die Zukunft. Ja, seht ihr? Ja, du hast gelernt. Du hast gelernt aus deinen Fehlern, aus deiner Vergangenheit. Ja, also irgendetwas hast du gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit. Das machst du jetzt nimmer mehr so. Wenn du früher etwas so gemacht hast, das wirst du in Zukunft nicht mehr machen. Was auch immer es ist, das ist bei jedem unterschiedlich. Ob ich es jetzt angesprochen oder nicht, wenn es bei dir Klingelingeling macht, dann weißt du ganz genau ja. Und wenn ich es nicht angesprochen habe, dann weil ich es nicht angesprochen habe, aber in deinem Kopf angeregt wurde. Okay, also das heißt, eure Kreativität darf sich da ein bisschen mit einziehen. Und diese Weisheit, wir haben hier schon die Schlauheit, aber jetzt bist du weise. Jetzt gehst du mit deinem Wissen, mit deinem Erfolg weise um. Ne? Wir hatten ja die Sterne am obersten Kartendeck. Also du gehst mit deinem Wissen sehr weise um, sehr klug um und du denkst, wie gesagt, längerfristig und nicht mehr nur kurzfristig.
Also was auch immer es ist, das kann ein Hobby sein, ja? Vielleicht hast du ein Hobby nur ganz, immer nur kurz gemacht, ja? Weil du dir die Zeit nicht genommen hast oder weil du gedacht hast, nee, morgen. Und dann ist irgendwie dein Hobby in auf der Strecke geblieben. Das kann es auch sein, ne? Aber du gehst ja schlau mit deinen Blockaden um, das geht raus. Ne? Dann gehst du sehr weise damit um. Oh ja. Für einige bekomme ich herein, entweder hast du ein paar Kilo zugenommen, dann wirst du bis zum Frühling es wieder abgenommen haben. Ja, also solltest du mehr Kilos jetzt auf der Waage haben, wirst du es bis zum Frühling quasi. Also jetzt zwischen Herbst, Winter und Frühling. Wir haben eigentlich alle Jahreszeiten hier, ne? Spannend. Von Herbst, Winter und Frühling wirst du quasi deine Pfunde los. Ja, solltest du das Gefühl haben, zugenommen zu haben. Das bekomme ich noch herein. Du wirst dich auch von oberflächlichen Menschen verabschieden. Von falschen Menschen, vom falschen Job, vom falschen Partner. Also hier ist eine absolute Loslösung, eine absolute Trennung hier. Also von irgendwas trennst du dich. Oder jemand von dir, ne? Aber es passiert Befreiung. Egal, ob du dich von jemandem trennst oder jemand trennt sich von dir. Das gibt's jetzt nicht. Leute, ihr wart beim Mischen dabei. Ich wusste, dass diese Karte rauskommt. Bei der war ich mir nicht sicher. Aber der war ich mir fast hundertprozentig sicher, dass die auch rauskommt. Und die ist sie rausgefallen. Auf sicheren Boden. Ja, du möchtest auf sicheren Boden. Du möchtest kein Wischiwaschi mehr. Wurscht, ob in der Liebe, im Job, billigen Schmuck, ich weiß es nicht, etc. Du wirst dich verabschieden von dem. Du wirst sagen, okay. Du hast zwar jetzt noch nicht das Geld für einen gescheiten oder schönen Ring aus Gold oder Silber, aber du sparst dir all das, was du als Modeschmuck verwenden, ausgegeben wolltest, legst du quasi in eine Schachtel und wenn du dann genug deine Münzchen und deine Scheine zusammen hast, dann gehst du auf die Suche und kaufst dir quasi dann etwas, ein Goldschmuckstück, ja? So. Auf sicherem Boden, wenn dir das Bewusstsein um den Zustand deines Körpers und der physischen Welt abhanden kommt, verlierst du den Boden unter den Füßen, wenn es auch angenehm ist, in himmlischen Gefilden zu schweben, so wird dir deine Aufmerksamkeit und Arbeit dennoch auf der Erde benötigt. Wir helfen dir, das Spirituelle und Materielle ins Gleichgewicht zu bringen, damit du ein erfülltes irdisches Leben genießen kannst. Na bitte, was sage ich? Ich habe gesagt vorhin auch, dass dein Hobby oder das, was du machen wolltest, keine Zeit dafür war. Oder du hast das Gefühl gehabt, für dein Hobby war keine Zeit. Und jetzt wird aus deinem Hobby eventuell sogar Erfolg. Das kann ich gar nicht ausschließen, dass das, was du dann hobbymäßig machen wirst, etwas Erfolgreiches wird. Also hier hast du eine zündende Idee. Ganz ehrlich, bei mir haben den Magier. Wenn der jetzt auch noch rausfällt, na, dann weiß ich auch nicht. Also irgendeine zündende Idee hast du. Im Beruf. Also alles, was mit Beruf, Berufung, Spiritualität zu tun hat, hast eine zündende Idee. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, vielleicht wartest du ewig schon auf die Selbstständigkeit und du traust dich nicht loszulegen, ne? Oder du wartest schon ewig auf einen gescheiten Geschirrspüler oder auf einen Kühlschrank oder keine Ahnung was. Und dann denkst du dir, Mensch, diese Marke, die hättest du gerne. Und dann siehst du, ich weiß nicht, bei uns gibt es so große Geschäfte, so Elektrogeschäfte. Und dann gehst du dorthin und der sagt, ja, wir haben jetzt gerade ein Angebot für Sie. Wenn Sie den Kühlschrank nehmen, bekommen Sie, weiß ich nicht was. Ja, bei mir war es zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, nein, wahrscheinlich nicht. Da hinten ist eine Anlage und ich habe mir ein Handy gekauft und habe eine Anlage dazu bekommen. Du hast immer gedacht, okay, für was brauche ich die? Ne? Jetzt ist sie voll cool. Ne? Also jetzt machen wir oft wirklich diese Anlage an. Also wir lieben sie. Und das war gratis dabei. Ne?
Und das meine ich, ne? Also hier könntest du zwei Dinge, ne? Du, weiß ich nicht, du möchtest einen Kühlschrank, bekommst eine Mikrowelle dazu oder du bekommst einen Mixer dazu oder so irgendwas, ne? Also hier ist irgendetwas erfolgsversprechend. So. Naja. Die habe ich jetzt wieder mitgemischt, ne? Und keine Grund zur Sorge. Hat sich wieder gezeigt, oh mein Gott. So. Also die Engel sagen auch, du bist behütet und beschützt. Deine Situation ist unter perfekter Kontrolle der göttlichen Vorhersehung und universellen Ordnung. Erfülle die Situation ausschließlich mit liebevollen Gedanken, Emotionen und sie sicherzustellen. Also hier geht es darum, dass du hier etwas wirklich dir Gedanken gemacht hast ohne Ende. Und das brauchst du nicht. Es ist auf sicherem Boden. Zeit zu gehen, ja? Hier, Trennung. Du trennst dich von etwas, du schließt ein altes Kapitel komplett ab. Du möchtest das nicht mehr. Und zugleich öffnest du schon das neue Kapitel. Die Sonne geht auf. Sonne. Jeden Tag und immer wieder unter. Und das gleiche gilt für die Zeiten in deinem Leben. Erkenne die Schönheit in jedem Sonnenuntergang deines Lebens und wisse, dass die Sonne auch morgen wieder in voller Pracht erstrahlen wird. Beendigungen sind lediglich der Start für einen Neubeginn. Ich habe es gerade gesagt. Hier. Und wir begleiten dich unfehlbar durch alle Phasen und Zyklen deines Wesens. Und da bist du jetzt gerade dabei. Irgendetwas kreierst du, ich weiß es nicht. Irgendetwas planst du. I don't know. Ja? Kontinuierlicher Fortschritt. Ja, das wird sich sehr als sehr lukrativ entpuppen. Ja, also etwas, was Lukratives ist. Der Schlüssel war nicht der Schlüssel. Ja, schaut mal. Der Schlüssel war hier am untersten Kartendeck. Hier ist der Schlüssel gefallen. Ach, spannend. Jawohl. Eine noch oder zwei. Jawohl. Jawohl. Eine hat sich umgedreht. Sehr gut. Zwei haben sich umgedreht. Dann nehmen wir die. Ja, hier beendest du etwas. Und der Mann, der verfolgt euch schon sehr, sehr lange. Auch euer Gegenüber hat gerade irgendetwas beendet, ähnlich wie ihr. Ihr habt irgendetwas, habt ihr losgelassen. Du und dein Gegenüber hat irgendwas losgelassen. So, dann hoppala. Dann schauen wir mal, was bekommt ihr denn? Ja, du bekommst den Schlüssel. Hier sehen wir schon mal, dass du den Schlüssel kommst. Du schaust voller Zuversicht in den Turm hinein und kannst ihn auch aufsperren und wieder zusperren. Was auch immer du machen möchtest, irgendetwas wirst du neu aufsperren. Irgendetwas, was du lange Zeit in deinem Kopf, in deinen Gedanken gehegt hast, wirst du endlich jetzt angehen. Irgendwas wirst du endlich angehen. Weil der Ring spricht von Verbindlichkeiten, für Verträge, für etwas wird rund gemacht, etwas wird besiegelt. Ja. Und dann haben wir hier das Schiff und der Magier. Das ist, ich sagte noch, ich muss schmunzeln, wenn jetzt auch noch der Magier fallen würde. Jetzt ist tatsächlich der Magier und das Schiff gefallen. Das ist etwas, was du in deinen Träumen schon längst machen wolltest. Das ist etwas, was du schon lange, lange Zeit in dir, in einen Wunsch in dir drinnen gehegt hast, aber irgendwie kam es jetzt erst dazu. Ja? Also sehr spannend, ne? So, mein Tanzpartner und ich machen jetzt Videos über das Tanzen und auch so ein bisschen, wir reden auch so ein bisschen auch über diese Sachen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Da möchte ich jetzt noch mal viel davon erzählen.
Aber es ist ein wunderschönes Projekt und es hat was mit Tanz zu tun. Das heißt, ihr werdet mich dann tanzen sehen, für alle, die das natürlich wollen. Und da werde ich euch natürlich bekannt geben. Wir werden uns morgen zusammensetzen und werden darüber sprechen, unsere Ideen mal austauschen und so weiter. Und ja, das ist wirklich nur mein Tanzpartner. Also wir tanzen nur gemeinsam, aber wir tanzen so, so, so gerne miteinander, weil es so leicht und so wunderschön zu tanzen ist mit ihm. Und ja, vielleicht hast auch du irgendein komplett neues Projekt im Kopf. Ja, das kommt im Außen auf dich zu. Das ist etwas, was dich im Außen ereilen wird. Das ist nichts, was du schon lange, lange Zeit, hoppla, noch eine Karte, lange Zeit geplant hast. Das konntest du gar nicht planen, ja? Das ist etwas, was du gar nicht planen kannst oder gar nicht planen konntest. Aber hier, ich weiß nicht, ich zeige euch mal. So, jetzt schauen wir mal, was da noch. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die 8. Ja, hier ist etwas, was du beendest. Hier ist etwas, was du trennst. Ich habe mir noch gedacht, ne? Der Park steht ja für die Öffentlichkeit, aber irgendetwas trennst du. Ne? Irgendetwas beendest du. Etwas, was dir nicht mehr gut getan hat. Etwas, was dir keinen sicheren Boden auf deinen Füßen, ja. Vielleicht hast du das Gefühl, ob irgendwas fehlt in deinem Leben. Und jetzt gehst du es an. Jetzt hast du endlich die Kraft dazu, es anzugehen. Weil hier wird man dir zwei Projekte vorschlagen, ja. Irgendwas, zwei Ideen, entweder habt ihr zwei Ideen, zwei Projekte, irgendetwas ist mit zwei. Das möchte ich jetzt klären, was mit den zwei ist. Aber du machst dich auf den Weg. Jemand ist auf dem Weg oder du machst dich auf den Weg. So, ich möchte das jetzt noch klären schnell. Was hat das mit der zwei zu tun? Weil hier ist 22 und 20, das ist schon spannend hier. Also was hat das mit der zwei zu tun? Also 22, 33, 10... Ja, ein kleines Projekt startest du. Ah ja, okay. Etwas, was lange Zeit gekränkelt hat, bringst du in die Beendigung. Ja, das hat dich verzweifelt schon, ja. Da vielleicht bist du jemand, du kannst dich nicht entscheiden. Entweder den Ex-Mann oder diesen Mann oder gar keinen Mann. Also oder dieses Projekt und doch ein anderes Projekt. Fangt mal irgendeines an, ja. Und dann seht ihr, wohin die Reise führt. Das würde ich euch wirklich so einen Schritt nach dem anderen. Wo hatten wir denn einen Schritt nach dem anderen? Ach hier, kontinuierlicher Fortschritt. Reiche Fülle. Ja, und das hat etwas mit einem kreativen Projekt zu tun. Interessant. Also, das heißt, das Universum sagt, wenn ihr euch nicht entscheidet, werdet ihr, und wieder die 33, und hier auch die 33. Ich kriege das so rein, sorry, weil das sieht für mich aus wie Rotkäppchen. I'm sorry. Vielleicht für dich nicht, für mich schon. Und wenn du dich nicht entscheidest für einen Weg, ja, dann kommt der böse Wolf. Ich habe hier das Gefühl, du konntest dich gar nicht entscheiden. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier war der Berg. Man hat dir die Sicht genommen. Ich weiß, wir haben hier die Wolken hier ganz. Aber ein Berg, wenn du da stehst, siehst du auch nicht da durch den Berg, ne? Für gewöhnlich. Aber irgendwas hat dir die Sicht genommen. Irgendetwas hat dir die Sicht genommen in deinem Leben und da konntest du nicht wirklich hinschauen. Zu deinem Erfolg, zu deinem Wissen, zu deiner Weisheit, zu deiner Spiritualität. Aber jetzt das veränderst du, weil du eben jetzt auf stabilem Boden sein möchtest. Na, sieh an. Ja, Erwartung. Und unverhofftes Geld.
Du weißt gar nicht, dass du bald einen unverhofften Segen an Geld bekommen wirst durch dieses neue Projekt. Also hier steht dir bald Geld bevor. Das siehst du aber nicht, weil das ist hinterm Berg. Das siehst du nicht. Das ist etwas, was du gar nicht sehen kannst. Aber du beendest etwas. Etwas wirst du beenden. Ich glaube, dass es hin und her du beenden wirst. Das hin und her. Soll ich nicht? Macht das Sinn oder nicht? So, hoppla, die Planung will auch schon raus. Hey, hey, hey. So. Schauen wir mal, ob die Planung auch tatsächlich aufgeht bei euch. So. Was kommt denn zu euch? Ja, das wusste ich. Das wusste ich, dass das rauskommt, ja. Und das ist eben das, was mich so gar nicht mehr überrascht. Das sind dunkle Gedanken, ne? Dieses hin und her, hin und her. Ne? Der Berg steht ja auch für diese dunklen Gedanken. Hin und her, hin und her. Sollst du nicht? Nein, das ist ganz fürchterlich und schlimm, wenn du das machst. Nein, ist es nicht. Das ist nur in deinem Kopf ist das, aber das wirst du beenden. Dieses Gedankenkarussell, ob das was wird oder nichts wird, braucht dich nicht interessieren, sondern mach es einfach mal. Ja? Du wirst dann sehen, wohin es führt. Entweder nimmst du Erfahrungen mit aus diesem Projekt oder es wird zum Erfolg, aber wenn du nichts tust, nimmst du keine Erfahrung mit, kein Geld mit, kein Wissen mit. Und keinen Erfolg mit, weil es hätte ja funktionieren können. Nimmst gar nichts mit. Ja? Also lieber machen und tun, als wir nichts tun. Weil hier geht es um Entdeckungsreise. Du gehst aber auch in Zukunft auf Entdeckungsreise, weil das Universum das so möchte. Das Universum schickt dich jetzt auf Entdeckungsreise. Egal wohin. Ich weiß es nicht, wo du gerade stehst, aber das Universum schaut jetzt nicht mehr zu, wenn du in dieser Reisegruppe bist. Dann schaut das Universum jetzt nicht mehr zu, schaut gar nicht mehr länger zu und sagt so, und wir schicken jetzt die Madame, den Herrn, auf diese Entdeckungsreise. Und dann wird sie schon sehen, wo sie es hinführt. Und deine Ahnen sind bei deinem Neubeginn dabei. Bei deinem Abenteuer, bei deinem Neubeginn, bei deiner Entdeckungsreise sind deine Ahnen an deiner Seite. Und da schaut euch bitte die Ahnenlegung an, also das Ahnenvermächtnis, ich glaube, so ähnlich habe ich es genannt, oder Ahnenerbe, ja, Partnerschaft. Und das führt zu eurem Wunsch, in eine Partnerschaft zu gehen. Sehr gut. Aber ihr müsst halt einen Schritt, ah ja, schau, da ist es. Einen Schritt nach dem anderen. Ich wusste, irgendwo habe ich es gelesen, aber ich war mir nicht mehr ganz so sicher. So. Dann gehen wir weiter. Was darf ich euch noch mitteilen? Ja, sprich über deine Gefühle. Das wirst du jetzt tun. Du wirst nichts mehr hinterm Berg halten. Du wirst jetzt über deine Gefühle sprechen. Du wirst den Chef jetzt dazu bringen, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Du bist nicht mehr still. Du lässt dich nicht immer kurz hinhalten. Ja, nein, wir besprechen das morgen. Nein, übermorgen. Und sagst, nee, jetzt oder gar nicht. Ja, und Liebe heilt Angst. Und da springst du über deinen eigenen Schatten, wirst du drüber springen und deine Abenteuerreise beginnt. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo du über deinen Schatten drüber gesprungen bist. Liebe. Und das ist das Resultat. Liebe. Ja, Seelenpartnerschaft, Liebe. Halleluja. Da geht's rund. So, hier hätte ich gerne nur eine, maximal zwei Karten, bitte. Ich weiß, dass die Karten stören vielleicht. Für alle, die zumindest vor dem Fernseher sitzen. Ah ja, der Mond. Ne? Irgendjemand hält noch zurück mit seinen Gefühlen. Entweder du oder dein Gegenüber. Also hier ist jemand im Zurückhalten.
und Alchemie der Kunst und Verwandlung. Ich habe noch gesagt, na, irgendein kreatives Projekt und hier steht Kunst und Verwandlung. Die Störche stehen auch für Verwandlung. Übrigens, ich vergesse es immer wieder. Vielen lieben herzlichen Dank für so viele Kommentare auf meiner Community. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, wenn du nicht weißt, wer meint sie denn mit Community, dann ist da so ein Balken oben. Da steht, glaube ich, Videos und Short-Videos und so weiter. Und da findest du dann auch, steht dann Community. Und wenn du da draufklickst, dann findest du Fotos und Anregungen für den Tag. Also ihr kriegt so immer wieder so Posts, was ich für euch kreiere. Und vielen lieben herzlichen Dank auch für die wunderschönen, liebevollen Komplimente an das Foto. Danke, 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 danke. Ja, ich werde sehr oft angesprochen, überhaupt von Kindern, dass ich ausschaue wie eine Engel. Also es ist sehr, sehr oft, fällt mir, das ist immer schon so gewesen, dass viele zu mir gesagt haben, dass ich ja wie ein Engel bin. Ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank für eure liebevollen Komplimente. Und wenn du nicht weißt, von was ich spreche, dann klickst einfach auf diese Community drauf. Der Geist der sieben Planeten. Die sieben Planeten. Auch spannend. Wir haben so mehr, aber gut, sind halt noch alte Karten. Die sieben Planeten schützen mich auf meinem Lebenspfad. Aha, aha. Das Universum ist dann dabei. Ihr seid auch noch auf diesen Entdeckungsreise absolut behütet und beschützt. Jetzt sage ich euch mal was, weil das ist mega. Die Zauberbücher des Mittelalters, ja, wir haben ja den Magier. Sprechen von den sieben geheimnisvollen Himmelskörper. Venus ist Liebe, Sonne Leben, Mond Hoffnung und Wachstum. Was haben wir hier denn alles? Wir haben die Venus Liebe. Wir hatten die Sonne am untersten Kartendeck hier, ne? Den Mond haben wir hier. Ah ja, da haben wir sogar Sonne und Mond, ne? Bei dieser Karte. Sonne, Mond, Tag und Nacht. Ja, und ich habe auch noch gesagt, ihr arbeitet Tag und Nacht, ne? Dann Jupiter steht für Freude und Lebenskraft, ne? Hat man auch schon. Merkur die Diplomatie, Saturn Disziplin und Entsagung. Ja, ihr werdet disziplinierter an euer Herzensprojekt rangehen, weil ihr nicht mehr bis zur Nasenspitze denkt, sondern ihr denkt jetzt ein bisschen weiter nach vorne. Und Mars mit der Begeisterung und Durchsetzungskraft, das bekommst du jetzt alles mit und ihre Strahlung und ihre Energien haben dich geformt und aufgebaut. Sie wirken ständig in deinem Körper und deiner Seele und sorgen für Gesundheit, Wohlstand und deinen Seelenheil. Ja. Wow, wieder der Mond, geheimnisvoller Mondschein. Der goldene Mond wacht über mich. Das ist jetzt spannend. Positioniere dein Bett dort, wo dir der Mond während deiner Nachtruhe ins Gesicht scheint. Du wirst ruhiger einschlafen und in deinen Träumen seine weisen Ratschläge, seinen Rat-Tipp erfahren. Also hier wird die Mondgöttin etwas ins Ohr flüstern. Die Alchemie der Kunst und Verwandlung. Ich lebe im Wandel der Zeiten. Ich lebe in Veränderungen. Ja, das ist spannend. Geheimnisvolle Rauhnächte, also hier sprechen sie schon von den Rauhnächten, das könnte der Winter hier gemeint sein. Ich sehe die wahren Gründe meiner ungelösten Herausforderungen. Aha, der Mond wird euch etwas aufzeigen, etwas widerspiegeln. Und zwar eure Herausforderungen, die noch ungelöst sind. Also einige
sind noch ungelöst. Und erkenne dich selber. Du wirst dich nach dieser Entdeckungsreise absolut selbst erkennen und wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Baba, tschüss.